Zip, damit wir wenigstens keinen Verschleiß bekommen. So, was machen wir mit dir? Schauen wir mal, du kommst mal hier rüber und dann gehst du hier mal in die Hinterhaltstellung. Ich weiß ja nicht, wann Master Mundi uns hier den Krieg erklären wird, aber ich denke mal, er wird es irgendwann tun. Ich denke an Avalot Lore, minus 99. Hm? Alter. Ich denke an Avalon minus 99. Wie, minus 99? Jon Hexo. Ach so, ja. Ja, so ist das, ne? So ist das. So ist das. So, noch zwei Ründchen. Ja, und zwei Runden sieht es auch gar nicht mehr so toll aus für unseren Malekith. Was hast du denn jetzt vor, da oben die Rebellion jetzt holen? Ja, Tyrion ein bisschen EP geht. Man kann es mit Tyrion dann auch direkt weiter hoch in den Norden, ne? Ich meine, du hast da ja mal, glaube ich, Krieg. Oh, du kannst einen. Oh, du kannst einen Schutzbündnis kriegen. Nein, ja nicht. So, wen haben wir noch so? Möchtest du kommen? Ja, okay, ich frage nicht erst. Hexo ist Platz 2. Ja, kann sein. Camry hat immer noch nicht. Oh shit. Also, oh shit. Camry geht langsam auf neutral 0. Ach, was ist das? Na, es geht. Das Einzige, was er bei mir toll findet, ist neutral mit. Neutral. Große Macht halt habe ich plus. Oh, plus 40. Ansonsten missbilligt er so ziemlich jedes Abkommen mit den anderen Dünenkönigreichen. Ja, gut. Dann bist du gleich dran, ja. So, ich hoffe, dass ihr da unten mal aufräumt, Teclis. Teclis hat Spielkeks. Jetzt bietet er mir schon Geld an, damit wir einen Frieden schließen. Wahrscheinlich, er bietet mir das geplünderte Geld an. Was er mir plündert, mein eigenes Geld, damit wir Frieden haben. Handelsabkommen aufgelöst, eieiei. Warum? Ich meine, wir können niemanden zum Vasallen machen, ne? Ich meine, das geht nicht. Nein. Das geht leider nicht. Ist okay. Die Dynastie von Rakab ist Eigenbrötler. Ist Geschichte. So, Alifana. Einfach weg damit. Oh, sehr schön. Mehrere Siedlungen niedergerissen. Weniger feindliche Belagerungszeit. Das ist sehr gut. So, du kommst mal hoch in die Bäreninsel, bitte. Dann machst du das hier auch mal eben kurz in den Erdboden gleich. Sieht auch noch alles sehr gut aus. Ohne der Herrschaft mehrere Siedlungen niedergerissen. Toi, toi, toi. Dann nimmst du noch einmal schon mal die Geschwindigkeit mit. Die steht dir ganz gut. Du bist Rang 10 geworden. Nimm mal diplomatische Beziehungen mit Hochelfen und Co. Denke mal, das ist schon okay. Du kannst dich jetzt eh nicht mehr die Runde bewegen. So, mit dir habe ich doch was anderes vor. Ich habe es nämlich eben gesehen. Da das ja nicht mehr lange warten, auf uns warten wird. Und wir haben aber sogar schon alles, okay. Wenn wir eben mit der Armee nämlich nach oben stiefeln. Stiefel, Stiefel, wie gestiefelte Kater. So. Du gehst mal bitte eben hier kurz Ruine auskundschaften. Ich will wissen, ob hier schon die Ratte drin ist.
Ratti, Ratti, Rat, 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 Ratti, 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 Ratti. Nein, ist er nicht. Keine Ratti, kein Ratti? Nee, wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, aber keine Ratti. Noch eine Runde. Noch eine Runde, das da. Eieiei, eine Runde. So, da kriegen wir dort mal das erste, dann einmal das zweite, die öffentliche Ordnung. Dann nehmen wir noch mit. Also das ist schon krass. Obwohl ich mir so viel Zeit lasse, bin ich trotzdem erster mit den Ritualen. Ja, was heißt ich mir Zeit lasse? Ich werde eigentlich unterstützt. Geldtechnisch. Ja, eben drum, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass... das liegt halt einfach an uns, sag ich halt jetzt mal. Ich meine, ich bin ja relativ interessant gewachsen. Das ging doch ordentlich fix. Ich meine, wir sind ja jetzt schon einige Stunden dabei, so ist nicht, ne? Ich meine, wir sind in der 109. Runde. Aber... Was? Geht von Kasant... Weil Baum ist weiter. Uhu. Coole Sachen, ja, coole Sachen. Yo, da ist es. 109. Runde. Schön. Da hab ich ja noch was zu tun. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel Geld du machst, aber ich würde direkt mal mit den Armeen anfangen. Ich mache immer noch plus 4000, obwohl ich... Ja, wahrscheinlich Armeen dazu bekommen hast, ne? Eine volle Armee bekommen habe. Zwei voll... Ja. Zwei volle Armeen bekommen habe. Ja, ich würde mir da die besten raussuchen und dann letztendlich auch ein paar auflösen. Das ist, du brauchst jetzt eine Menge Geld, Micha. Umbauen, ausbauen. Ich kann dich schon mal wegmachen. Du bist ja null. Ja. Wo hast du... Wahnsinn. Wo hast du hier... Ja, ist halt einiges, ne? Voll das Tor. So, was eine Armee. Dreimal Flammen sollen Phönix. Die Grenzreiter, einmal Schattenkrieger und Speerträger. Das ist aber auch nicht schlecht. Ich meine, gut, die Skellinger stehen dir eben im Weg. Oh, Nagaritz. Ja, kannst du einmal was bitte ab. Ja, okay, das da oben ist jetzt natürlich ein bisschen fies, aber du bist ja schon belagert. Defender of the Everqueen. Oha, was ist das für eine Armee? Das ist ein Fürst, der schon sein Pferd hat. Der hat zwei Magier dabei. Ja. Einmal ein Lebensmagier. Zweimal Lebensmagier. Örtliche. Ein Elder und ein Lehrmeister. Fette Kanone, Schwertmeister. Ist eigentlich ganz solide, ist ganz gut. Kann noch ein bisschen perfektionieren. Aber die ist ja schön, die haben. So, du kannst gleich hier weiter runterfahren. Kannst gleich hier runter. Ja, der Handel sieht doch nett aus hier. Micha 2761. Ja. Ich glaube, das ändert sich aber jetzt gleich noch nach dieser Runde. Na, Elder. Okay.
Dann gehst du. Mit Hexo 2700 Han. Oh, wir verbessern uns schön. Militäraktion gegen Nagarond. Oh, Geschenke an Avalon minus. Oh. Ja. Ja. Das ist das, was du eben meintest, ne? Genau. Ja, das, ja. Na gut, der Lehrmeister so oder so. Da habe ich ja wirklich vor, den vielleicht zu konföderieren. Was? Und der Rest geht ja. Gesamthandelseinkommen 15.814 Gold. Boah. Also ich mache Handel 10.233, Steuern 18.595. Konföderation, Laura entdeckt Teclas. Ach, mit der Festung der Morgendämmerung, okay. Ja, das, ja. Achtung, nächste Runde kommt das Ritual. Mein, in meiner jetzt? Oder deiner, ne? Nein, mein. Okay, gut. Ja, Teclas, hast du endlich hier unten alles gemeistert, ja? Deiner Schildkröteninsel. Come in peace. Perhaps you may even leave Nagareth that way too. Nicht Angriffspakt mit dir bringt mir halt einfach nichts. Vor allem, weil du unzuverlässig bist. Ich hab nur Minuspunkte mit Khemri. Piraten haben Zephyrin Krieg erklärt. Oh, ja, genau das wollte ich. Ich wollte sowieso runter zu dir kommen. Ach, Krieg erklärt, Piraten und Avalon. Ich bin ja gerade eh mit einer Armee auf dem Weg zu ihm. Nein, mein schöner Handel. Gut, plündern, plündern. Zeig mir ja, mit was bist du hier konföderiert? Eieieiei. Oh je. Oh je. Oh je. Nicht alles. Tja. Magier. Hast du Teclas hier unten? Du hast Teclas hier unten. I am Teclas, High Law Master of the White Tower. Dim, 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 dim. Guck dir die Insel an, ey. Guck sie dir an. Never. Welche Insel? Was meinst du? Deine jetzt. Uldan, ja. 5 Konföderation? Ja. Konföderation. Ja, die Insel sieht gut aus. Das ist ja das Schöne. Das ist ja. Also, eigentlich muss man ja dazu sagen, auch im Singleplayer, wenn man die Insel unter Kontrolle hat, von innen wie von außen, dann ist das Spiel GG. Weil es gibt dann so gut wie nichts, was dir so schlimm jetzt bedrohlich werden kann. Achtung, gleich kommt das Ritual, sobald du fertig bist. Ja. Ja, geh mal hoch. Verzeihung. Ja, alles gut. Not ever. Was, du willst da reingehen? Dankeschön. Das gibt's immer einfach den Jungs. What is broken can be remade. 7400. Ja, nehmen wir doch gerne mit. Bonus gegen große Feinde. Ja, nimm mal Munition und Reduktion der Nachladezeit. Machen wir es so. Tun wir unseren Helden noch ein bisschen buffen. Bei dir sieht das soweit ganz gut aus. Du kannst auch wieder runterkommen. Jetzt erstmal hier reingehen und dich regenerieren. Bei dir ist auch ziemlich klar, wo dein Weg ist. So, dann haben wir dich nämlich schon mal im Visier. Oh Gott, da unten haben wir Teclas und Co.
Na gut. Ach du Emini, da muss ich mir jetzt gleich erstmal in Ruhe alles angucken. Das ist ja erstmal alles halb so wild. Wir haben hier eine Armee. Wir haben da oben die Armee. Achso, und das ist sogar die Provinzhauptstadt. Okay, das kann schon mal direkt weg. Obwohl, nee, lass es erstmal da. Bin ich mir noch nicht so sicher. Müssen wir gleich mal gucken. Dann müssen wir gleich mal gucken. So, du bitte einmal hier rüber. Und der Magier, du kommst schon mal wieder hoch. Eieieiei. Gucken wir mal eben. Ach du Jemini. Okay, also ich muss mal eben kurz auf K. Ich komme gleich wieder, Micha, ja? Okay. Eben kurz eine Minute, ich muss helfen. Ja. So. Also, das ist natürlich interessant hier schon mal. Da werden wir erstmal dich mit dazu nehmen. Dann wiederum dich. Dann auf jeden Fall dich. Und dann wiederum auch dich. Das ist halt wichtig. Das ist völlig okay. Dass wir den Rest hier auch drin haben. Können wir schon mal so mit arbeiten. Dann mal eben einen Blick hier oben. Ja, ausbauen, 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 ausbauen. Schildkröteninseln. Ja. Also, goldener Ziggurat. Weg, weg. Der Rest kann bleiben. Weiße Löwenriesenadler kann auch weg. Arbeite ich nicht mit. Du kannst wiederum weg dafür. Du kannst weg dafür. Du kannst ausgebaut werden. Das kann auch erstmal bleiben. Ach du Jemini, du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Dann müssen wir halt in Ruhe mal umbauen. Ist natürlich alles eine Menge. Gut, zu den Kommandanten. Teclis. Du hast das Schwert des Teclis, das ist schön. Du hast die Kriegskrone, du hast den Mondstab schon. Wahnsinn. Richtig gute Sachen mit dabei. Ja, dann müssen wir mal gucken. Nahkampfabwehr wäre nicht verkehrt. Magieresistenz, Schadensresistenz wäre noch nett. Ich denke mal, wir geben dir die 20%. Führerschaft beim Kampf gegen Zwerge, Attribut Angst und Entsetzen. Boah. Kann man machen, muss man nicht machen. Schlachtenbanner ist völlig okay. Ja, zweimal Schlachtenbanner passt. Geländerfahrung, rüstungsdurchdringender Schaden. Führerschaft. So, und diesen Kerl kriegst du dabei. Daneben deine Skillpunkte. Du hast jetzt einen Punkt frei. Du bist auf Meister Miliz und Bogenmeister. Das ist natürlich schön. Du hast das Schild von Zephyr, Feuer und Flamme. Du hast deinen Trank schon. Glanz von Hoheit nehme ich direkt schon mal mit. Ausweichen. Ja gut, so viele Punkte hast du noch nicht reingelegt, ne? Exorzismus.
Das ist völlig okay, Teclis. Ich bin irgendwie... bin gerührt und stolz auf dich, Teclis. Dann kommst du hier eben mal rein und darfst direkt schon mal anfangen, hier deine Schwestern zu rekrutieren. So, wir haben einen Magier noch dabei. Rang 17. Ach du Schande. Alles okay, alles legitim. Wir haben den Lehrmeister, der noch relativ klein ist. Und wir haben natürlich den Elder, der auch noch klein ist. Das ist aber okay. Die Seegarde von Lothar, auch wenn sie einen Rang haben, fliegen raus. Der Rest kann drinnen bleiben. Das passt. Jo, du gehst mal eben zum Teclis ran. Du wirst dem deine Seegarde geben, genauso wie ihn hier. Zack. Und dann dürft ihr euch verabschieden. Hast du irgendwelche Sachen dabei? Du bist widerstandsfähig. Das ist okay. Dann kommst du schon mal hier zurück zur großen Schildkröten. Drei Runden brauchen wir dann dafür. Ja. Das ist halt die Überlegung wert, ne? Dann machen wir es so, haben wir noch eine Truppe frei. Sollte aber passen, wir haben 2, 4, 6, 2, ja, und dann können wir noch eine Schwester mitnehmen, dann, wenn wir Lust haben. So. Gut, haben wir uns darum schon mal gekümmert. Welche Armee haben wir jetzt vergessen? Ich meine, wir haben ja noch ein paar Armeen. Was bist du für einer? Du bist ein Drache. Du hast einen Magier dabei. Du hast eine Zofe dabei, mit schwer zu treffen Waffenmeister Truppen auffüllen. Das ist sehr schön. Und du hast einen Elder dabei, der auch wunderbar aussieht. Bin ich ja mal richtig stolz auf euch. Das sieht ja mal gar nicht so verkehrt aus. Dann nimmst du bitte erstmal die Seegarde. Auch das hier können wir dann einmal zack ausnehmen. Erstmal Seegarde first. So, mit dir waren wir schon unterwegs. Dann hätten wir natürlich dich hier noch. Kommst auch erstmal in die Festung hinein. In der Festung können wir rekrutieren. Und zwar auch die guten Einheiten, die wir haben möchten. Die Schattenkrieger kommen hier direkt schon mal weg. Die Seegarde kann hier weg. Denk mal, wir werden hier auch 2 Frostphönixe nehmen und dann schon mal dich. Wir haben nicht die Möglichkeit. Wir haben noch nicht die Möglichkeit. Dann ist er erstmal okay. So, hier eben den Erlass ändern. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, bitte, Micha. Du darfst speichern. Gut, aber erst nächste Runde. Oh ja, schon. Bel Cordadris, the Scholar King. His knowledge bequeathed to those who searched. Including where the third shard lay. And how to slay the worm that hoarded it. Begone! Servant of chaos! Strike, Gallifreyus! Time is against us. There are others that perform their own rituals of dominance over the vortex. Ja, nice, cool. Ja, das Ritual der Gelehrigkeit. Gerne. Nice, Ritual 3 fertig, sind auf einem guten Weg Richtung Ritual 4. Das dauert noch ein bisschen. Ja, alles gut, Micha. Da können wir uns, Können wir gleich mal. Ist halt eine Menge Bearbeitungszeit. Ich muss auch mir noch in Ruhe die ganzen Siedlungen angucken. Ist ja jetzt doch ein bisschen viel dazugekommen. Aber wir machen ja gute Fortschritte. Warum ich die Konföderation eingegangen bin, ist, auf der einen Seite liebe ich den Teclis. Es ist ein sehr, sehr cooler Kommandant. Und mit der Kammer der Vision haben wir noch meine Städte für Ritualressourcen, damit wir das Ganze hier auch ein bisschen beschleunigen. Es wird natürlich jetzt umso schwieriger, das hier alles zu verteidigen. Wir haben ja ein Bündnis mit unserer lieben Kalida. Und der Rest wird sich halt dann schon ergeben. Ne? Ich meine, ist halt, wir werden uns hier unten im Süden noch gar nicht so groß ausweiten, sondern eher verteidigen. Ist halt jetzt nicht unbedingt so das passende Klima.
Von daher werden wir schön die Füße stillhalten und erstmal gucken, ob wir das halten. Öffentliche Ordnungsprobleme sollten wir jetzt nicht unbedingt direkt so sofort kriegen. Sieht bisher gut aus. Auch hier haben wir die Städte für Ritualressourcen. Das passt. Möchtest du mit in den Krieg gegen die Skellinger? Ja, kannst du mich gerne mitnehmen. Also sollte Master Muni uns herausfordern noch obendrein, dann ja, haben wir Party. Aber erstmal kümmern wir uns in Ruhe um Malekith. Duty is its own reward. Danach um die Königin, die sogenannte Königin, um Hellebronn. Und dann schauen wir mal. Was? Der Fürst? Cruel Dreadlord! Hast auch keinen blassen Schimmer, was du mit der Armee hier machen sollst, ne? Haganet. Computergesteuert bist du. Ehrlich gesagt, eine Enttäuschung. Computer sagt nein. Nee, das finde ich schade. Ich meine, wenn man sie selbst mal gespielt hat und auch gesehen hat, wie stark eigentlich diese Fraktion sein kann, finde ich es jetzt hier gerade mit der AI sehr bescheiden, was sie mit der Todesnacht anstellt, ne? Computer sagt nein. Aber nun gut. Ist ja absolut. Noch drei Runden haben wir die zweite Hand. Boah, das ist halt alles zu weit entfernt eigentlich, ne? Das ist zu weit entfernt. Wir könnten es versuchen, in den 15 Runden hier runter nach Süden zu kommen, aber das ist... Weiß ich nicht. Das schaffen. Wir wollen die Stadt natürlich von dem Chaos... Immerhin bin ich jetzt Verteidiger Uldans. Ne? Ja, hast du dein, immerhin dein Perk mal fertig bekommen, ne? Ja, 69%, da muss ich nur noch den Rest einnehmen. Dann die fertig machen und dann Master. Dann noch die Armeen aufteilen. Ja, und aber ist doch okay. Sind halt so die letzten Schritte, ne? Ich meine, wie viele Wegsteinsplitter machst du jetzt die Runde? Runde mache ich 54. Ah, das ist nice. Ich bin noch bei 41. Okay, jetzt bin ich bei 60. Ich habe ja eins oder zwei Ritus. Ah, endlich Erbelag. Endlich. Ja, voll. Bei einer werde ich wahrscheinlich gerade jetzt. Werde ich wahrscheinlich jetzt wieder verlieren. Ja, alles mit der Ruhe. Master of his chosen art. From the shadows. Alles mit der Ruhe. The Shadow Dancer brings fortune. The Shadow King rises. Na gut, dann speichern wir. Ja, mach ich auch jetzt. Also, meine werten Ladies and Gentlemen, war wieder eine sehr erfolgreiche Session. Runde 111. Dritte Ritual fertig. Nähern uns dem Finale. Ja, dem Finale immer und immer näher. Es gibt natürlich jetzt einiges zu tun. Wir sind riesengroß geworden. Also ich glaube, das wird die größte Kampagne, die wir bis dato dann geschlagen haben. Ich glaube, wenn wir diese Kampagne fertig haben, Micha, dann... Ja, dann... Ich glaube, so eine Größe erreicht man nicht nochmal so. Abwarten. Mal gucken, vielleicht werden wir mit den Äxten dann, ja, die Säuberung starten, die Säuberung der Welt. Aber das soll es erstmal fürs Erste gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben eine Menge Spaß. Ich werde mich hier jetzt nochmal in aller Ruhe durchwurschteln und mal gucken, was wir jetzt zu tun und zu lassen haben. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Start ins Wochenende und wir sehen uns dann morgen, wenn er mich ja auch Wochenende hat, natürlich in aller Ruhe wieder und dann...
geht es mal der Kampagne hier an den Kragen. Im guten Sinne. Deswegen einen schönen Abend euch noch. Viel Spaß beim Zocken und bis dahin. Ciao.